Grüß Gott und herzlich willkommen hier in Heiligenkreuz. Es freut uns sehr, dass Sie hier sind, hier in der Hochschule und auch bereit waren für ein Gespräch mit uns. Vielleicht als allererste Frage, wie sind Sie nach Heiligenkreuz gekommen? Ich bin zuerst mit dem Zug gefahren, von Freiburg nach Frankfurt, dann von Freiburg nach Wien geflogen und von Wien aus mit einem Mietwagen nach Heiligenkreuz. Aber das ist ja nicht der eigentliche Sinn Ihrer Frage. Wir waren schon mal, meine Frau und ich, in Heiligenkreuz, vor 5 Jahren, glaube ich, war es. Und damals sind wir insbesondere durch Literatur, in erster Linie von dem damaligen Rektor, Pater Karl Wallner, mit dem ich auch schon in Podiumsdiskussionen zusammen war, deshalb kannte ich ihn, und auch durch Hinweise von guten katholischen Freunden. Und wir wollten einfach mal die Stille eines Klosters in der Karwoche und in der Freude des Osterfestes erleben. Und wir waren insbesondere fasziniert von der Liturgie, von dem vielfältigen Angebot von Gottesdiensten, Horen und so weiter, dass wir entschieden haben, da wollen wir noch mal hin, wenn es von der Gesundheit her im Alter möglich ist. Und das haben wir jetzt wieder wahrgemacht. Übrigens zum Erstaunen jüngerer Mönche haben wir damals in der Schola die Leidensgeschichte am Karfreitag noch auf Lateinisch gehört hier in Heiligenkreuz, während sie wohl jetzt diesen Karfreitag auf Deutsch gesungen wird. Aber es war wirklich alles sehr eindrucksvoll für uns. Das freut mich, dass Sie Heiligenkreuz so hier erleben dürfen. Ich würde gerne mit Ihnen, oder vielleicht wäre es interessant für unsere Zuhörer, wenn Sie ein wenig über Ihr Leben erzählen würden. Sie haben wahnsinnig viel erlebt. Sie waren Finanzminister und Ministerpräsident. Sie waren Professor für Politikwissenschaften und Soziologie. Sie waren Unternehmensberater. Sie haben eigentlich alles gemacht, was man in einem Leben machen kann bis jetzt. Ich weiß nicht, was noch kommt. Können Sie vielleicht ein paar Dinge zu Ihrem Leben erzählen? Ja, sehr gerne, vor allen Dingen mit Blick auf die Tatsache, dass ja immer gesagt wird, dass die heutige Jugend sehr flexibel sein muss, gerade auch im beruflichen Bereich, und zu Wechseln bereit sein muss. Ich war zu so vielen Wechseln bereit in meinem Leben, schon in meiner Generation, dass das für mich also gar nichts Neues oder Ungewöhnliches ist. Ich bin als Kind einer Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet geboren. Ich habe eine ganz normale katholische Erziehung so weit wie möglich durch meine Eltern erfahren. So weit wie möglich heißt, mein Vater war im Krieg als Soldat und mein Vater ist 1948 aus französischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Das heißt, ich war 7,5 Jahre alt, als ich ihn zum ersten Mal bewusst als Kind gesehen habe. Und ich erinnere mich noch sehr genau, ich sage das auch öfter in Vorträgen, weil sich das die heutige Generation eigentlich so gar nicht mehr vorstellen kann. Er trat in einer verschlissenen Uniform in einer kleinen Küche, mit der wir uns zufrieden geben mussten, trat er plötzlich auf und ich bin weinend zu meiner Mutter gelaufen und habe ihr gesagt, Mama, was will denn der fremde Mann hier? Ich bin Jahrgang 1940, das war schon nach Kriegsbeginn und wie gesagt, das war Februar 1948. Wir sind dann durch einen Berufswechsel meines Vaters nach Salzgitter gezogen. Salzgitter war die von Göring Hitler geplante Stadt ohne Gott, das heißt, es war tiefste Diaspora, und ich habe in dieser Zeit gelernt, was denn so eine Minderheit im Glauben alles erlebt und wozu sie bereit sein muss, auch zu ihrem Glauben zu stehen. Und ich habe deshalb auch sehr schnell irgendwelche an mich herangetragenen Ämter in der Jugendarbeit übernommen. Und es war auch eine unglaublich gute Begleitung damals für junge Menschen durch Geistliche, zu der sie auch noch Zeit hatten. Dafür gab es meistens besonders ausgebildete Kapläne. Und
Diese Diaspora-Situation hat sich dann genau ins Gegenteil verkehrt, als wir nach Niedersachsen gezogen sind und in Niedersachsen in einer Region waren, in der das Katholische die große Mehrheit war. Und ich erinnere mich sehr gut, ich habe mich dann in den Jahren habe ich mich beworben um ein Landtagsmandat in dem Nachbarkreis, der sehr evangelisch war. Zwischen beiden Landkreisen lag das Moor, Cuius Regio, Eius Religio, also der erste Teil katholisch, der andere mehrheitlich evangelisch. Und es gab damals für dieses Landtagsmandat gab es mehrere Bewerber. Jeder musste sich dem Vorstand vorstellen. Und bei mir, wie bei jedem anderen auch, gab es einen Satz der Beurteilung. Und bei mir stand der Satz, Werner Münch ist zweifelsohne der beste Bewerber, aber er ist katholisch, Ausrufungszeichen. Das war eine erlebte Situation, die man sich heute kaum noch vorstellen kann. Aber dieses Erlebnis von tiefer Diaspora und, ich sage mal, etwas überhöhter katholischer Arroganz war ein ganz wichtiges Lernfeld für mich, weil die Ersten kämpfen mussten und im zweiten Teil viel Überheblichkeit und Selbstverständlichkeit, das machen wir schon, an der Tagesordnung waren. Und dann habe ich Politikwissenschaft, Geschichte, Soziologie studiert in Freiburg, bin in der Bundeswehr gewesen und hatte mich für 3 Jahre verpflichtet, weil ich Studienrat werden wollte. Ich wollte Latein, Deutsch, Geschichte studieren. Und mein Vater wollte oder konnte auch mir nur ein Studium als Grundschullehrer finanzieren. Und da habe ich gesagt, ich möchte nicht gerne in der Erziehung bei 14-Jährigen aufhören, sondern ich möchte da gerne ein bisschen weitermachen. Und deshalb habe ich das Geld mir selber verdient fürs Studium. Und nach dem Studium bin ich dann ausgeschieden, habe die ganz normale Hochschullaufbahn eingeschlagen als Assistent und so weiter. Auch die wissenschaftlichen Qualifikationen weiter. Und habe natürlich in der Zeit, was heißt natürlich, also ich war knapp 28, habe ich meine Frau geheiratet, also vor gut 50 Jahren. Wir haben im letzten Jahr unsere goldene Hochzeit feiern dürfen, wofür wir dem Herrgott sehr dankbar sind. Und dann bin ich nach dem Motto, bist du in die Politikwissenschaft abgesackt oder wirst du in die praktische Politik absacken, wollte ich den Test machen, ob ein Politologe eigentlich auch für die praktische Politik geeignet ist. Eine spannende Frage. Ja, da gab es auch Beispiele. Damals gab es den Kanzleramtsminister Ehmke, der gleichzeitig Juraprofessor an der Universität in Freiburg war. Und das war oft die Diskussion unter den Studenten, ist der jetzt eigentlich Professor oder ist der in erster Linie Kanzleramtsminister? Und dann bin ich in die Politik gegangen, habe ein Mandat im Europäischen Parlament 1984. Aufgrund meines Listenplatzes sind ja Listen bei den Europawahlen bei der CDU gewonnen und bin dann 6,5 Jahre bis zur deutschen Einheit 1990 bin ich im Europäischen Parlament gewesen, war als Wahlkampfhelfer in Sachsen-Anhalt, weil Sachsen-Anhalt das Partnerland von Niedersachsen war und ich als Beauftragter der CDU Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt gegangen bin und dort die Wahlkampfführung oder Unterstützung gemacht habe. Mit unglaublich interessanten Erlebnissen, also wetterfesten Kleister für Plakate zum Beispiel, kannte man nicht. Wahlveranstaltungen waren vor dem Altar von Kirchen.
Bei manchen Veranstaltungen gab es Diskussionen von zugereisten Jugendgruppen aus dem westlichen Teil Deutschlands, die dann kritische Fragen stellten, was in Sachsen-Anhalt bei deren Bewohner gar nicht üblich war. Und sie meinten dann sofort eingreifen zu müssen, weil sie das für eine Beleidigung gegenüber dem Referenten hielten. Und waren dann ganz erstaunt, dass ich sie beruhigt und ihnen gesagt habe, lassen Sie mal, das ist schon gut, wir sprechen schon vernünftig miteinander. Also da gab es, ich weiß nicht, ob Sie empfinden können, wie einer, der in die praktische Politik geht, plötzlich vor einem Altar steht, einer schon seit Jahren nicht mehr benutzten Kirche und dort eine Wahlveranstaltung hält. Übrigens auch das Verhalten der Menschen war völlig anders. Ich hatte immer den Eindruck, ich bin bei einer Beerdigung, weil keiner lächelte, keine andere Arten von Reaktionen zeigten, weil sie es durch das System halt sozusagen abgewöhnt bekommen hatten, sich irgendwie zu outen, wie man heute sagt, also durch Mimik oder Gestik. Und dann kam die deutsche Einheit und das Jahr 1990 war ja das große Wendejahr. März 1990 die erste und letzte freie Volkskammerwahl. Mai 1990 Kommunalwahlen in den ehemaligen DDR-Ländern und im Oktober die Landtagswahlen. Und nach den Landtagswahlen, wo ich bei allen drei Wahlen immer als Wahlkampfhelfer, sage ich mal bescheiden, in Sachsen-Anhalt war, bin ich wieder nach Hause gegangen, habe mich verabschiedet von dem späteren Ministerpräsidenten und der sich bedankt hat für meine Wahlhilfe und der aber nach wenigen Tagen anrief und gesagt hat, ich möchte dich gerne in meinem Kabinett haben. Dann habe ich als Finanzminister im Jahre 1990, Ende des Jahres, nach den Landtagswahlen als Finanzminister angefangen. Dann wurde aber sehr früh der Ministerpräsident zum Rücktritt gezwungen. Bis heute weiß man nicht, ob gerecht oder nicht gerechtfertigt. Und dann bin ich sein Nachfolger geworden. Und dann habe ich versucht, mit drei Mitarbeitern im Finanzministerium, heute sind es etwa 300, alles das, was vor uns lag, zu bewältigen. Es war schon ein unglaubliches Arbeitserlebnis und natürlich auch viele Umgewöhnungen, was die Kultur, was die Verhaltensweisen der Menschen betraf, was ihre Vergangenheit betraf. Und vielleicht darf ich abschließend mal ein Beispiel erzählen. Ich war ja noch Mitglied des Europäischen Parlaments, als ich in Wahlkämpfen dort eingesetzt war. Und ich habe in der Zeit mich immer bemüht, auch Kollegen aus dem Europäischen Parlament, aus anderen Ländern insbesondere, mit nach Sachsen-Anhalt zu holen. Und einmal hatte ich den Leo Tindemans aus Belgien, der viele Ministerämter und innehatte in Belgien, auch Ministerpräsident war in Belgien, den habe ich mitgenommen und wir haben eine Großveranstaltung in einer Schule gemacht, gut 400 Leute. Er hat begonnen mit einem Kurzvortrag und danach habe ich gesprochen, dann haben wir eine Diskussion gemacht, weil ich den Leuten auch Gelegenheit geben wollte, sich mal mit einem außerhalb von Deutschland zu unterhalten, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, was für die Menschen ja alles unselbstverständlich war. Und der Erste, der auftrat, war ein Bürger, der 90 Jahre alt war, im Jahre 1990. Das heißt, der ist 1900 geboren. Das heißt, der war 14 Jahre alt, als der Erste Weltkrieg begann. Der war 18, als er zu Ende war. Dann hat er die Weimarer Republik, das Diktat gegenüber Deutschland, alles miterlebt. Er war 33, als der Zweite Weltkrieg begann. Er war 39, als er zu Ende war. Und als er zu Ende war, 1945, mit 45 Jahren, hat er bis 1990 die kommunistische Diktatur erlebt.
Und dieser Mensch war aufgestanden, um sich bei Leo Tindemans zu bedanken, weil er im Krieg schwer verwundet in ein belgisches Krankenhaus gekommen war. Und er wollte seinen Dank abstatten nachträglich bei Leo Tindemans, weil er so gut, obwohl er Kriegsgegner war, versorgt worden ist. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, bei dem ich gedacht habe, so, das war die Biografie der Menschen hier in dem Alter. Und jetzt brauchst du nicht mehr lange über deine Herausforderung nachzudenken. Ich bekam dann auch sehr bald nach dem Wahltag den Anruf vom Ministerpräsidenten, ich möchte in sein Kabinett kommen. Und ich war dann zuerst Minister der Finanzen und dann Ministerpräsident. Also eine unglaublich lehrreiche Zeit für mein eigenes Leben. Sie waren drei Jahre im Amt, bis 93. Dreieinhalb, bis Sie dann mit dem ganzen Kabinett zurücktreten mussten, aufgrund von, wie sie später herausgestellt hat, falschen Vorwürfen wegen der Gehälteraffäre. Wie war das, mit solchen falschen Vorwürfen konfrontiert zu sein? Also zunächst müssen wir für die Zuschauer, Zuhörer, müssen wir mal sagen, dass wir Gehälteraffäre in Anführungsstriche setzen. Das war schon sozusagen ein Begriff des Gegners. Es war in einer Zeit, als man versucht hat, schon Ost gegen West auszuspielen und zu sagen, also war ja alles ganz schön und gut bei der Wende, aber jetzt 3 Jahre später, wir sind eigentlich so weit, wir können alles selbst. Warum muss jemand aus dem Westen Ministerpräsident sein? Warum müssen bestimmte Ministerämter, andere Funktionen in der Verwaltung, Bürokratie, warum von Westlern? Das war ein Punkt, der in der Diskussion war. Der zweite Punkt, den ich schon früher gemerkt habe, ich war als Katholik im Lutherland. Wittenberg liegt in Sachsen-Anhalt. Eisleben, wo er längere Zeit Martin Luther zugebracht hat, liegt in Sachsen-Anhalt. Und in Sachsen-Anhalt hatte, wenn überhaupt, eine Kirche, dann natürlich die evangelische Kirche, ein bisschen Einfluss auf die Politik. Aber nun kam da ein Katholik und das war völlig ungewöhnlich. Musste man den akzeptieren? Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe sehr bald nach Amtsantritt, das gehört zum Hintergrund, um zu verstehen, warum das eigentlich alles sich so ereignet hat. Ich habe ein erstes Gespräch mit den Bischöfen und meinem Kabinett gemacht. Katholischer Bischof, evangelischer Bischof und der Vorsteher der jüdischen Gemeinde. Es gab damals eine ganz starke jüdische Gemeinde in Halle. Umfeld ist Hans-Dietrich Genscher ja ein Teil seines Lebens groß geworden. Und ich habe in diesem Gespräch der katholische Bischof, mit dem ich es vorbesprochen hatte auch, war sehr damit einverstanden. Ich hatte 3 Tagesordnungspunkte, Einrichtung von christlichen Schulen, Gottesbezug in der Landesverfassung und irgendwelche sozialen Fragen, Verbesserungen, Krankenhäusern, Behinderten, Einrichtungen, Altenheimen und so weiter. Und wir haben mit der Frage der christlichen Schulen begonnen und der Erste, der sich zu Wort meldete, war der katholische Bischof und der hat jetzt kurz gefasst, so extrem hat er sich nicht ausgedrückt, aber nach dem Motto, also da kommt jemand aus dem Westen her, der dieses Land gar nicht kennt und der hat die absurde Vorstellung, wir könnten hier auf diesem atheistischen Boden, könnten wir christliche Schulen einrichten. Er war dann sehr erstaunt, als der erste Satz meiner Entgegnung war, ich habe den Eindruck, ich sitze auf der falschen Seite. Da ist er sehr nachdenklich geworden. Kurzum, wir haben heute in Sachsen-Anhalt, ich meine 6, vielleicht bin ich nicht mehr auf dem allerneuesten Stand, christliche Schulen mit einem riesen Zulauf, immer sehr viel mehr Bewerbungen als Plätze zur Verfügung stehen. Wir haben den Gottesbezug in der Präambel unserer Landesverfassung noch zu meiner Zeit auch durchgesetzt. Und wir haben
Was für viele erstaunlich ist, weil ich oft den Test mache, wenn ich jemanden frage, in welchen Bundesländern ist eigentlich der 6. Januar ein Feiertag? Und dann wissen viele natürlich Bayern und Baden-Württemberg, aber dass das dritte Land Sachsen-Anhalt ist, dass wir Heilige Drei Könige zum Feiertag gemacht haben, das weiß kaum jemand, aber wir haben es und es ist bis heute so, sodass wir, weil das Thema ja auch ist, wie kann eigentlich ein Christ sich in die Politik einbringen und hat er überhaupt eine Chance, irgendetwas durchzusetzen? Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass man das schon kann. Es gibt natürlich Bereiche, in denen es heute sehr viel problematischer ist, aber es ist uns damals gelungen. Und ich bin eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ein bisschen stolz darauf noch, dass wir das geschafft haben. Sie haben das gerade schon erwähnt, dass Sie als Christ, als Katholik in der Politik aktiv waren und offensichtlich auch Ihre eigenen Werte mit eingebracht haben. Inwiefern ist das überhaupt vereinbar mit dem säkularen Staat? Entschuldigen Sie, ich komme sofort auf die Frage zurück. Ich bin durch die Darstellung von Ereignissen ein bisschen abgekommen von Ihrer Frage. Ich sage noch mal mit zwei Sätzen im Kern, weil Sie dachten, vielleicht will ich es gar nicht sagen. Doch, doch. Es waren also verschiedene Gründe, die dazu führten, dass der katholische Ministerpräsident natürlich nicht der Liebling der Massen war. Gut, kein Politiker ist Liebling der Massen. Es gibt nur viele, die es sich einbilden. Da gibt es immer andere Meinungen und Einstellungen und Beurteilungen. Aber wir hatten eine Gesetzesbestimmung, dass diejenigen, die aus ganz unterschiedlichen Ämtern im Westen kamen, Europaabgeordnete, Fraktionsvorsitzende, ehemalige Abteilungsleiter aus verschiedenen Bundesländern auch. Und wir hatten vereinbart mit der Bundesregierung, dass wir nach westlichen Besoldungsgruppen bezahlt werden. Und die Minister, die aus Sachsen-Anhalt kamen, wir hatten ja auch solche im Kabinett, die haben gesagt, also 100% Westgehalt geht überhaupt gar nicht für uns, weil damals die neuen Bundesländer bei 50% des Gehaltes West lagen. Und deshalb haben wir eine Formulierung im Gesetz gefunden, die diese Unterschiedlichkeit darstellen sollte. Und da hat der Rechnungshofpräsident, der kein Jurist war, der hat gemeint, dass er dagegen vorgehen müsste und hat uns sozusagen vorgeworfen, wir hätten die Minister aus dem Westen, wir hätten zu hohes Gehalt bekommen. Also bei mir war der Fall zum Beispiel, dass das Land 300.000 zurückgefordert hat und das letzte Gerichtsurteil war, dass das Land Sachsen-Anhalt mir noch 10.000 nachbezahlen musste. Und dafür bin ich jahrelang durch alle Gazetten wie ein halber Verbrecher gelaufen, worunter auch die Familie gelitten hat. Natürlich, es hat Morddrohungen gegeben, es hat Entführungsdrohungen unserer Kinder gegeben und vieles andere mehr. Jetzt hatten Sie aber eine neue Frage gestellt mit dem säkularen Staat. Ja, genau. Nun müssten wir natürlich erstmal darüber uns Gedanken machen, wie definieren wir einen säkularen Staat? Viele definieren den säkularen Staat ja so, dass nur das, was wie in den Naturwissenschaften beweisbar ist, auch eine Selbstverständlichkeit heute nach der Aufklärung für den säkularen Staat ist. Damit verbunden ist häufig eine Gottesferne. Damit verbunden ist heute ein unglaublicher, wie ich es immer nenne, auch in meiner Literatur, Freiheit ohne Gott in einem Buch, ein Ego-Kult. Also nur das, was ich selber will, was ich bestimme, wo mir kein anderer reinzureden hat. Ich bin keinem anderen gegenüber in irgendeiner Verantwortung. Diese Entwicklung durchmachen, Freiheit über alles. Freiheit ist ein Gottesersatz geworden. Natürlich ist Freiheit ein
ganz wichtiges Element unseres Lebens. Auch der Herrgott hat uns ja die Freiheit gegeben. Und wenn er uns sie nicht gegeben hätte, dann wären mit Sicherheit viele Entwicklungen in den Weltgesellschaften heute anders, als sie sind. Ich denke das jedes Mal, wenn jemand sagt, wie kann oder konnte Gott das zulassen? Wenn ich den Präsidenten von Frankreich, einen Freimaurer, jetzt erlebe, wie er politisch formuliert, dass der Brand von Notre Dame sozusagen ein inneres Anliegen von jedem Franzosen ist und auf der anderen Seite seine Laizismusentscheidungen erlebe, die er im Zusammenhang mit Abtreibung, mit Ehe und Familie, mit Präimplantationsdiagnostik, mit Suizidassistent, mit vielen anderen Wertefragen verbindet, dann ist das einfach geheuchelt. Wenn das der säkulare Staat ist, dann verzichten wir darauf. Wir verzichten auch darauf, wenn Bischöfe in Deutschland sagen, dass man mit dem Zeitgeist gehen muss. Dass man, ein Zitat, ich sage jetzt besser nicht von wem, ein Zitat ist, wir müssen das Evangelium verheutigen. Ich sage dann in Vorträgen immer, wie gut, dass das wenigstens noch qualifizierte Zeitungen geschrieben haben, denn sonst hätten sie das Verheutigen noch mit EU geschrieben. Also auf die heutige Zeit einstellen sozusagen, umformulieren, umschreiben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Christus gesagt. Und der Kern der Wahrheit ist nicht veränderbar. Ich kann Christus annehmen oder ich kann ihn ablehnen, aber ihn umformen, das kann ich nicht. Aber das bilden sich viele ein, wenn sie überhaupt noch an dieser Frage interessiert sind. Also Gottes Ferne ist dann auch oft mit Gottes Feindschaft sogar verbunden. Und das erlebt man ja insbesondere in allen ethischen Diskussionen inzwischen in vielen, vielen Gesellschaften. Insofern bin ich viel lieber ein Konservativer und lass mich auch gerne so nennen. Ich empfinde das immer als ein Lob. Conservare, der lateinische Begriff, heißt bewahren, erhalten, retten. Das heißt, das Gute, was sich bewährt hat, das will ich mit in die Gegenwart und in die Zukunft hineinnehmen. Warum soll ich plötzlich dieses Kulturverständnis von heterosexueller Ehe und Familie über viele, viele Jahrhunderte in vielen, vielen Gesellschaften, warum soll ich das plötzlich verändern? Was heißt denn eigentlich Ehe für alle? Wo zwei Menschen eine Verantwortung füreinander empfinden. Also wenn ich auf dieses Minimum Ehe und Familie reduziere, dann ist mir einfach Angst vor der Zukunft. Und insofern brauche ich solche säkularen Erlebnisse nicht. Ich bin mit einem Nierenkarzinom ins Krankenhaus gekommen, minimal, sehr leicht operabel, ohne Konsequenzen. Und ich habe nach wenigen Tagen eine Krankenhausmitarbeiterin erlebt, die zu mir kam und gesagt hat, ich habe Ihnen mal einen Prospekt mitgebracht für Ihre Reha. Sie haben den Anspruch auf reine Rehabilitation jetzt in irgendeiner Einrichtung. Ich habe gesagt, vielen Dank, brauche ich nicht. Und da war sie völlig überrascht und hat mich gefragt, wieso denn nicht? Dann habe ich gesagt, ich weiß, dass ich mit meinem Leiden an irgendjemand anders geistig, spirituell gebunden bin. Und wenn es mir dann mal ganz schlecht geht, dann bete ich abends, was ich sowieso tue, jeden Abend mit meiner Frau den Rosenkranz. So schnell war die Mitarbeiterin, glaube ich, noch nie aus einem Krankenzimmer raus wie bei mir. Also Verheutigung, Zeitgeist. Ich habe mal gelernt, der Heilige Geist ist viel wichtiger als der Zeitgeist. Also was soll ich mit dem Zeitgeist gehen? Alles unsinnige Formulierungen, Anbiederungen an die öffentlichen Trends und die muss ich ja nicht mitmachen. Also man kann schon einiges tun, auch in Gesprächen dann. Man muss natürlich erstens relativ gut informiert sein. Also ein bisschen muss man schon wissen aus der Bibel. Und
anderen Schriften. Und man muss natürlich auch mutig genug sein, dafür zu kämpfen. Ich bin bisher dankbar dafür, dass erstens der Herrgott mir eine gute Frau an die Seite gestellt hat, die mich darin auch sehr unterstützt, das zu tun. Auch wenn ich häufig unterwegs bin mit Vorträgen und sonstigen Dingen. Und zweitens, solange mir der Herrgott das Vermögen schenkt, geistig und körperlich das zu tun, bin ich auch bereit, den Missionsauftrag ernst zu nehmen. Sie sind im Jahr 2009 aus der CDU ausgetreten. Ja. Wie kam es dazu und aus welchen Gründen sind Sie ausgetreten? Also, das ist eigentlich eine spannende Geschichte für die Betroffene. Ich werde gleich ins Detail gehen. Keine spannende und schon überhaupt nicht eine erfreuliche Geschichte. Es gab zunächst einmal jeder, der in einer Partei ist und der sich einen Parteibeitritt überlegt hat. Die Christdemokratische Partei war zum Zeitpunkt meines Eintritts die besondere Kämpferin für Familie und Lebensschutz, was sie beides heute nicht mehr ist. Und natürlich muss man unabhängig von Abweichungen von Grundwerten in der Partei aufgrund der Entwicklung, muss man natürlich auch Kompromisse machen in der Politik. Auch das war mir immer klar, aber ich habe nie Kompromisse in Grundfragen, in ethischen Grundsätzen, in Wertefragen, die grundsätzlicher Natur waren, gemacht oder zu machen versucht, jedenfalls. Und wir hatten in einem Jahr der Regierung Angela Merkel, hatten wir unter anderem einen Besuch des Regierungschefs aus Kasachstan. Sein Name war Nusarbayev. Der ist vor kurzem zurückgetreten. Keiner weiß so recht, aus welchem Grunde, weil er eingesetzt war auf Lebenszeiten. Und in einer Pressekonferenz mit Nazarbayev hat ein Journalist gefragt, irgendeinem Zusammenhang, wie sie Papst Benedikt beurteilt. Die Frage war präzise natürlich anders gestellt. Und in dieser Antwort hat Frau Merkel gesagt, es würde Zeit, dass der Papst sich nun endlich mal eindeutig zum Holocaust bekennen würde. Diese Antwort war unabhängig von ihren diplomatischen Grundfehlern, die sie gemacht hat, im Beisein eines fremden Regierungschefs in einer Pressekonferenz eine solche Antwort zu geben. Und sie war auch von der Sache her völlig verfehlt, weil kurz vorher Papst Benedikt in Auschwitz gewesen ist. Papst Benedikt hat, wie wir ja wissen, in einer ruhigen Ecke lange gebetet, ohne dass irgendjemand in seiner Nähe war. Und es gibt ein Interviewbuch mit ihm von Peter Seewald, der selber auch einen interessanten Weg gemacht hat, der mal als Jugendlicher in kommunistischen Bewegungen gearbeitet hat und seit Jahren der Vertraute des Papstes ist, weil er sich natürlich auch geistig, spirituell völlig umgestellt hat. Und dazu, zu diesem Ereignis, hat Peter Seewald in seinem Interviewbuch mit Papst Benedikt eine Frage gestellt. Und Papst Benedikt hat darauf geantwortet, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben an meinem guten Gott gezweifelt. Und das war in Auschwitz. So, und diese Frau aus einem evangelischen Pfarrhaus, Regierungschefin in ganz Deutschland, die erzählt vor einem Diktator, der tausende Menschenleben auf dem Gewissen hatte, der Papst müsse sich nun endlich mal eindeutig zum Holocaust bekennen. Und da war für mich das Fass übergelaufen und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, diese Partei kann nicht mehr meine sein. Und dann bin ich ausgetreten. Ich habe noch ein paar Fragen an den Soziologen. Sie haben 1999
1989 ein Buch geschrieben mit dem Titel Europa, unsere Zukunft, ein Traum wird Wirklichkeit. Wie sehen Sie das heute? Ganz anders. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber was ist Ihre Prognose für Europa heute? Wohin steuert Europa, wohin steuert Deutschland? Meine Prognose ist leider sehr negativ. Wir haben am 26. Mai Europawahlen in Deutschland. In anderen Ländern beginnen sie schon am 23. Mai, weil einige EU-Länder nicht am Sonntag wählen dürfen, sondern an einem Werktag nur. Also die Europawahlen sind tatsächlich vom 23. bis zum 26. Mai. Und ich will jetzt nicht über die Prognosen reden, die alle ja ziemlich eindeutig in eine bestimmte Richtung gehen, obwohl auch weiterhin die Bürokraten und verantwortlichen Kräfte in Brüssel nicht zur Besinnung kommen und nicht darüber nachzudenken wagen, aus welchen Gründen auch immer, woran das liegt. Europa war eine Wertegemeinschaft. Konrad Adenauer, Schumann und de Gasperi sind die Gründerväter. Deutschland, Frankreich und Italien. Und wir lassen jetzt mal die ganzen Vorgängereinrichtungen weg, wie Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und was alles sich da entwickelt hat. Aber wir müssen wissen, dass aus diesen 6 Gründerstaaten ja inzwischen 28 geworden sind und das Ende damit noch nicht erreicht ist. Mazedonien, Albanien stehen ja alle noch auf dem Ticket, selbst die Türkei und noch andere. Also es wird nicht das Ende sein. Mal ganz abgesehen von absurden Ideen, die einige äußern, dass man vielleicht auch nach Lateinamerika oder nach Asien gehen sollte, wie man dann die Europäische Union nennen will, weiß ich nicht. Gut, lassen wir das mal so stehen. Diese Europäische Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, damals, 1954, nach den römischen Verträgen danach, war eine Wertegemeinschaft. Es wurde nach dem entsetzlichen Zweiten Weltkrieg und auch nach der Zeit des Kalten Krieges wurde eine neue, ich sage mal, Philosophie des Zusammenarbeitens, des Vertrauens, des Friedens, des Freiheitsgedanken, gerade von diesen dreien immer wieder herausgestellt. Sie waren alle drei katholisch. Sie haben in der Regel ein Treffen in einer Kirche oder in einem Kloster, bevorzugt war Maria Laach, damals von Konrad Adenauer, begonnen. Und bei Robert Schumann ist ja der Seligsprechungsprozess eingeleitet und Schumann hat mal, es gibt ein Buch von dem Ehepaar Koch über diese Gründerzeit. Und Schumann hat mal einer Besuchergruppe nach den Autoren Koch in diesem Buch gesagt, schauen Sie sich mal diese Tür an, die ist verdeckt, die kennen meine Sicherheitsbeamten bis heute nicht. Daraus verschwinde ich morgens immer zuerst und gehe in die Kapelle dahinter, um mir Kraft für die Arbeit meines Tages zu holen. Und in diesem Geist waren alle drei und deshalb gab es eine Kongruenz von Wertvorstellungen, es gab eine Kongruenz von Zielen, die sie formulieren wollten und vor allen Dingen auch bezüglich der Wertebasis. Und diese Wertebasis existiert nicht mehr. Sie ist völlig zusammengebrochen, natürlich aus politischem Willen. Und es gibt auch keinen Ehrgeiz von irgendeiner Seite im Europäischen Parlament, 28 Nationen, noch viel, viel mehr Parteien, ich glaube, es sind über 100 inzwischen aus diesen 28 Nationen, auch nicht von den Christdemokraten, weil ich mir häufig die Abstimmungslisten heute noch ansehe, wer wofür und wogegen gestimmt hat. Also wenn zum Beispiel die Frau Hohlmeier, Strauß-Tochter, oder der Manfred Weber, der jetzt Spitzenkandidat ist, wenn die bei einer Veränderung des Dublin-Abkommens zustimmen zur Veränderung des Familienbegriffes in Clan, in der Frage des
Zusammenzugs, des Nachzugs von Familienangehörigen. Da ist nicht mehr die Frage, dürfen die Familienmitglieder nachziehen, sondern die Mitglieder des Clans. So, dann weiß ich eigentlich gar nicht mehr, womit das christlich noch begründet wird im Parteinamen. Es sei denn, dass man argumentiert, also wenn wir das jetzt noch wegnehmen würden, auch noch, dann würden noch mehr Einfallstore für irgendwelche nichtchristlichen politischen Entscheidungen und Ideen getroffen. Also lassen wir das C. Vielleicht ist es noch so ein bisschen ein Hemmschuh. Lassen wir es mal lieber stehen. Dieser Werteverlust, diese Gottesferne, es gibt keinen Gottesbezug in dem Grundlagenvertrag, in dem sogenannten Lissabonner Vertrag. Vor einigen Jahren ist der italienische Vorschlag, Buttiglione, ein Freund des Papstes, zum Kommissar zu machen, weil in der Anhörung vor einem Ausschuss des Europäischen Parlaments er ein Bekenntnis, weil er danach gefragt worden ist, zur Homosexualität abgegeben hat. Und er hat geantwortet, ich bin als Katholik ein Gegner, aber ich weiß, dass ich mich als Kommissar an die Gesetze halten muss. Darauf ist er abgelehnt worden. Nicht für den zweiten Teil seines Satzes, sondern für den ersten. Ich könnte viele andere Beispiele noch nennen, die das unterstreichen würden. Also Europa ist keine Wertegemeinschaft mehr. Und damit hat sich der ursprüngliche Zustand, auch mit den eigentlichen Zielen, hat sich völlig verändert. Heute ist entscheidend Wachstum. Ich habe so an bei dem Beten des Kreuzweges daran gedacht. Also da kommt irgendwo bei der 8. Station, glaube ich, kommt die Formulierung, heute spricht man nur noch über Wachstum in einem bestimmten Sinne, anstatt Wachstum zu meinen in Richtung Friede und Aussöhnung in der Welt. Ja, da haben wir in der Tat Wachstum nötig. Und darüber würden wir uns riesig freuen. Aber Wachstum wird wirtschaftlich, ökonomisch verstanden, in der EU rein ökonomisch. Und insofern ist das kein Gewinn. Also kennen Sie in Diskussionen irgendwelche Wertebegriffe, die diskutiert werden? Es wird über Steuerfragen, es wird über Zusatzhaushalte, es wird über bestimmte Projekte, es wird über Verschuldungsfragen mit Verantwortung reicherer Staaten und so weiter und so weiter. Alles ist ökonomisch, alles ist fiskalisch orientiert, aber die eigentlichen Kernfragen, wie kann denn Europa weiter existieren? Es geht doch so nicht weiter. Die CDU/CSU wird am 26. Mai auch einen Einbruch erleben. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Und es reicht eben nicht aus, nur über die schrecklichen Populisten, wie man sagt, zu diskutieren, sondern viel wichtiger wäre es, mal darüber nachzudenken, welche eigenen Fehler man denn macht und wie weit man Erwartungen von Wählern verlassen hat. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Worte, für Ihre Zeit, auch für dieses Zeugnis. Christsein in der Politik ist also möglich, ist sogar notwendig. Und ja, sehr. Wir brauchen mehr denn je einfach Werte, die unsere Gesellschaft halten und stützen können. Vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen gern geschehen. Noch schöne Bitte Tage sehr. Hier in Heidelberg. Gleichfalls.